Freitag, 8. Mai, der große Charivari MZ-Spendentag zur BMW Charity 2015. Machen Sie sich und ganz Ostbayern zum Gewinner. Anrufen, spenden, jede Stunde gewinnen. Er hat mit viel Freude Spenden entgegengenommen. Wenig Freude hat er im Moment an seiner Mannschaft. Oliver Hein, Spieler des SSV Jahn Regensburg. Oliver, zuerst mal zum Erfreulichen. Viele, viele Spender. Ja, das auf jeden Fall. Das freut uns sehr. Es wundert mich Jahr für Jahr, wie viele Leute sich wirklich für sowas engagieren und da tatkräftig mitmachen. Ist einfach schön zu sehen. Großes Engagement hier. Nicht so großes Engagement, sagen viele, viele Fans beim SSV Jahn Regensburg. Dir, glaube ich, kann man keinen Vorwurf machen. Du bist ein Akteur, der immer alles gibt. Woran hat es denn gelegen, dass man mit Pauken und Trompeten nach einer Katastrophensaison absteigt? Ja, ich glaube, da kann man jetzt keinem, also ich lege die Hand ins Feuer für jeden im Team, dass wirklich jeder alles gegeben hat, dass wir alles versucht haben, Woche für Woche. Es war einfach für uns extrem, ja, schwere Saison. Auch dann jetzt vor allem in der Rückrunde sind wir mit einem sehr hohen Kredit da schon in die Rückrunde gestartet. Jedes Spiel stand uns das Wasser bis zum Hals. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man da dann immer seine Leistung abruft zu 100%. Klar. Wir haben leider unser Ziel verpasst. Das müssen wir uns so gefallen lassen, die Kritik. Ist eine gute Kritik, weil man steht nicht umsonst da unten. Aber woran es letztendlich gelegen hat, da spielen so viele Faktoren rein. Da jetzt ein oder zwei Faktoren herauszunehmen, das glaube ich, das wäre nicht genügend. Du hast keinen Vertrag mehr beim SSV Jahn Regensburg in der kommenden Saison. Vierte Liga, ist das ein Reiz für dich oder sagst du, egal wo, Hauptsache ich spiele in diesem neuen Stadion? Erstens habe ich mir jetzt zu meiner Person noch nicht so viel Gedanken gemacht, wie die letzten Wochen schon immer. Aber ich will betonen, dass ich mir eigentlich nur um die momentane Situation einfach gekümmert habe, versucht habe, immer das Beste rauszuholen. Da bringt nichts, wenn man recht viel um die Zukunft herumschweift. Deswegen ja, ist für mich jetzt auch eine Situation, wo man sich einfach Gedanken machen muss. Erste Gespräche mit dem Christian Keller haben stattgefunden. Es ist jetzt für mich nicht, dass ich von Haus aus sage, ich bin auf jeden Fall weg. Situation Oliver Hein also noch ungeklärt. Geklärt ist die Situation hier im Callcenter, denn es wird gespendet, gespendet und gespendet. Weiter so. Der Charivari MZ-Spendentag. Sie helfen Unfallopfern in Ostbayern. Sie schenken Leukämiekranken Hoffnung. BMW Charity 2015. Danke für Ihre Spende.